Und jetzt dürften die Mokis eigentlich wiederkommen, wenn wir hier gehen. Die Zappler können jetzt wieder in ihr Dorf zurück. Oder Zappler, ich habe vergessen, dass die Zappler heißen hier in dem Spiel. Bertis hier. Welche Waffen sollen erneuert werden? Gar nichts, ne? Wir haben keine Orbs. Öffne das. Dann jemand, der ein bisschen größer ist. Axtorb erhalten, wunderherrlich. Tappet Zapzip. Aua, mein Kopf, Hey, alles okay? Ja, ich kann mich wieder erinnern. Die Reihenfolge der vier Jahreszeiten ist jetzt Ritzes Lösung. Okay. Ich hab's ein bisschen vorweggenommen. Klauenorb erhalten. Hey, wunderherrlich. Ich kann dich ja wegschieben. Randy ist wieder normal, deswegen können wir wieder ihn spielen. Wir verbessern unsere Waffen mal kurz. Es war sowohl die Klauen. Wie stark sind die jetzt? Keine Ahnung. Und die Streitaxt wird zu Schlachtaxt. Und die Zapplerklaue. Warum, was auch immer das mit Zapplern zu tun hat. So, das war die Axt. Die ist jetzt auf 44, genauso wie der Speer, Lanze. Und die Zapplerklaue ist gar nicht mal so stark. Bei euch beiden. Nur bist du bei 38, ja, wärst du bei 40. Weißt du was, behaltest mal das Schwertchen, weil das hast du schon ein bisschen trainiert. Dann kann Popoi die Axt wieder haben, die sie schon mal hatte. Okay, gut. Gut. Dann gehe ich noch mal nach Raffi. Schönes Wetter heute. Ich brauche nichts kaufen, außer der hat was Neues. Hat er nicht, außer der Ninja-Anzug ist anders. Nee, ist auch eine Ninja-Robe. Nein. Danke. Schönes Wetter heute. Wir speichern mal kurz. Die vier Jahreszeiten sind des Rätsels Lösung. Wir haben es ja schon verkackt, deswegen gehe ich noch mal einmal im Kreis. Um zu sehen, wo es lang geht. Wieso war das so ein Hasenballon für einen Moment? Die machen aber ganz gut Schaden. Mittlerweile, die beiden. Yay, ich wurde gezappelt. Handy ist gezappelt. Das ist Herbst. Das ist eine Eule. Ah, ich bin nicht mehr gezappelt. Warum ist die Musik gerade für einen Moment stehen geblieben? Ninja Kauz ist erledigt. Ninja Kauz, so heißen sie. Okay. Ich glaube, hier immer an den Eingängen und Ausgängen stehen auch die Zahlen der Blumen. Hier sind zum Beispiel 4, weil das wäre das letzte. Nee, das macht keinen Sinn. Also im Sinn, das 3. Oder haben wir eins weggehauen auf Versehen? Rätselaura, Poseidon König ist benebelt. Randy ist verwirrt. Meine Steuerung ist umgekehrt. Oben ist unten und unten oben und so weiter. Oder müssen wir in den Herbst hinein? Weil sowohl der Herbst als auch der Frühling haben an einer ziemlich ähnlichen Stelle einen Ort, wo ich denke, dass es da weitergeht. Hauptsache, du verwirrst mich nicht. Solange sie mich nicht angreifen kann, ist das mir egal, ob sie verwirrt ist oder nicht. Wir machen noch den Ninja-Kauz weg. Dann die Reich Level 18. So, dann Kröte ist erledigt. Ne, hier geht es tatsächlich nicht weiter, aber im Frühling gibt es einen ähnlichen Ort wie den hier. Mit einem Teich und einem Teich darüber. Hallo?
Ich weiß, was das für ein Vieh ist. Das wäre aber ein harter Spoiler, wenn ich sagen würde, was das für ein Vieh ist. Hier ist so ein Krabbo. Noch so ein Krabbo. Noch eine Krabbe. Sowas wie ein Gästehaus, also ein Gasthof. Wäre sehr nett. Hier sind so viele Gegner. Mach mal die Krabbe da weg, dann kann ich mich auf den Kauz hier konzentrieren. Oder mach den weg, dann mache ich die Krabbe weg. Bitte kein Lachgas, das nervt nämlich hart. Lachgas, ich bin wieder klein. Yuppie. Deswegen muss ich mal Purim, nicht Brummi, was auch immer ich da sagen wollte, Brummi. Primo nehme ich ja. Purim meine ich. Ich kann reden. Und so. Ein bisschen Kraftwasser. Wobei, es wäre wirklich gut, wenn du aufstehen würdest. Und Randy, es wäre gut, wenn du mal wieder normal groß wärst. Der kann tatsächlich Schaden machen, der Randy, aber nicht viel. Buch immer gleich Level 18. Wenigstens leveln wir hier gut. Wobei, das Waffenlevel ist gestiegen. Axe Rash Level 3. Hier ist noch eine Krabbe. Ich weiß nicht, wann Randy wieder normal groß wird. Eben war da auch einfach irgendwann wieder groß. Wenn wir das Gebiet verlassen vielleicht? Nee. Das kam von rechts. Okay, dann haben wir das Rätsel schon gelöst, ohne es wirklich zu lösen. Dass wenn wir sind ja ab und zu mal abgezweigt. Aber solange wir nicht zurückgegangen sind, hat es eigentlich schon geklappt. Auf Randy. Sterb bitte nicht. Ich kann auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich ihn wieder groß mache. Außer dass er ein Lachgas abkriegt oder so. Ich habe keine Ahnung, wie er wieder groß wird. Wir kriegen ganz schön aufs Maul von den Krabben und den Turbo-Buscheln. Ich versuche gleich mal die Heilkräuter. Bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktioniert. Heilkräuter. Es funktioniert. Woher soll ich das denn wissen? Müssen wir vorher heilen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ein Boss kommt. Kopfschwasser Level 1. Steigst du mal auf Level 2, das wäre sehr nett. Dann wollen wir mal rein. Endlich daheim. Hallo Leute, Nanu? Die Stadt ist verlassen. Was ist hier geschehen? Oh nein! Ein Boss. Wo ist es? Nicht der Drache, sondern das dicke Hähnchen hier. Brauche ich Fernkampfwaffen? Ich glaube, ich brauche Fernkampfwaffen. Und Magie. Ich gehe erstmal auf Randy. 43, 35. Wo ist denn der Boomerang? 35, okay. Dann nimmst du den Bogen. Du nimmst den. Warte, nein. Du nimmst den Speer. Und du, Popeye, nimmst deinen Boomerang. Damit hast du ja angefangen. Und Popeye kann natürlich auch ein bisschen zaubern.
Ballonkette Level 4, finde ich gar nicht mal so gut. Die anderen könnt gerne weitermachen. Hier nochmal ein bisschen zaubern. Ich glaube, wir können gar nichts machen, solange die Ballonkette da ist. Sogar die andere nicht. Rätselaura, das ist ja wunderherrlich. Ich kann nicht zaubern, während ich gerätselt bin. Okay. Also verwirrt. Lichtschlag Level 4. Das tut zum Glück nicht allzu weh. Wir sollten trotzdem mal kurz heilen. Okay, ich glaube, dass wir die letzte Heilung, die wir machen können mit Purim. Mit ihren Zaubern. Popeye, wir brauchen noch mehr von deinen Angriffen. Ja, mach mal Efeumantel. Dann benutzt du mal eine Walnuss auf Popeye. Popeye. Wieso machst du da weiter? Nochmal Juwelenregen. Lichtschlag. Wir haben es besiegt. Hauptsächlich mit Magie. Weil wir haben es kaum öffnen können. Kampfarena ist auch scheiße hier. Und weiter geht's. Boomerang-Orb erhalten. Wunderherrlich. Den hätten wir früher gebraucht. Ich wechsle mal die Waffen wieder alle. Du hattest die Gaslanze. Du hattest die Axt. Und du hattest das Schwertchen. Ich gehe nochmal zurück. Ob die hier was sagen. Kann auch nicht in die Häuser rein. Ja, die Häuser sind auch vernichtet. Ein bisschen verlassen, so wie es aussieht. Also länger, weil da schon Moos drauf ist auf dem Dach. Was sind das für Drachen? Da sind noch mehr als nur einer. Was sind hier? Ein Tempel oder so? Wer bist du denn? Hallo? Mit dir kann ich nicht reden? Urk! Opa! Opa, das ist doch... Nee, Popeyes Opa redet. Das ist doch... Bist du erst Popeye? Wer denn sonst? Bist du blind, Opa? Das ist komisch, weil wir haben ihr ja den Namen gegeben und jetzt sagt sie... sagt er ihren Namen. Die Truppen des Imperators haben das Siegel des Windsamens gebrochen. Dabei haben sie mich so geblendet, das ganze Dorf ist ermordet worden. Nein, sie sind bestimmt geflohen. Hoffentlich, aber ich weiß es nicht. Ach, Opa. Schon gut. Popeye, schon gut. Popeye. Was auch geschieht, wir Kobolde sind ein Teil des Manas. Weder der Mana-Drache noch andere Monster können uns etwas anhaben. Allerdings, wenn Mana verschwindet, dann verschwinden auch wir. Keine Sorge, Opa. Meine Freunde und ich werden das regeln. Stimmt, Herr Opa. Ich würde euch ja gerne helfen, aber ich bin alt und blind. Aber Elektra... Okay. Die gute Patronin des Windes wird euch helfen können. Ist das nicht ein Typ? Ihr ruft, Alter, diese drei sind deine Meister. Muss das sein? Elektra schließt sich an. Mit Elektras Analyse-Tower könnt ihr herausfinden, mit welchem Zauberspruch ihr den Orbschalter im 4-Jahreszeitenwald verzaubern müsst, um ins Trüffeldorf zu gelangen. Dort soll es einen weisen Drachen geben, der euch hilfreich sein könnte, aber geht jetzt besser. Gut, Opa, wir gehen dann los. Ihr seid hier immer willkommen, wenn ihr eine Pause braucht.
Ja, neue Kraft. Den Spielstand speichern. Ja, bitte. Das ist ein bisschen fourth wall breaking, aber egal. Seid vorsichtig. Also die vierte Wand ist kaputt. Ich muss noch den Samen hier berühren. Und dann gehen wir noch Kraft des Samens erhalten. Dann gehen wir noch nach Berti. Weil wir haben, glaube ich, ein paar Orbs erhalten. Oder einen zumindest. Ich kann nicht mit ihm reden. Da, neue Kraft. Nein, danke. Das ist ja komisch, wann ich mit ihm reden kann und wann nicht. Frag mich, wer das war. Wahrscheinlich das Imperium. Was sind das alles für komische Drachen? Hörst du mal auf. Weg ist der. Gehen wir dann hier hin. Wir gehen nochmal in Sapladorf. Weil Berti da ist. Du willst auf die Fresse was? Oder wie? Ich höre jetzt aber auch gleich auf. Weil das ist der mehr oder weniger selbe Tag, an dem ich eben schon aufgenommen habe. Und ich bin ein bisschen müde. Wollte eigentlich wechseln und das machen wir mit Select und nicht mit der anderen Taste. Bonbon zu viel. Mal wieder mit Randy weitermachen. Berti, komm mal her. Oder wie kommt zu dir? Welche Waffe soll erneuert werden? Welche haben wir denn nochmal bekommen? Ah ja, der Boomerang. Wie passend ist ja die Waffe für Popoy oder vom Popoy. Wie stark ist er denn jetzt? Stahlscheibe. Das sieht nicht mal aus wie eine Scheibe. Nicht so mega stark. Die ganzen Fernkampfsachen, die sind gar nicht mal so geil. Das Einzige, was sie gut können, ist Fernkampf. Na, ich mach's nicht gerne, aber ich kaufe noch eine Walnuss, weil die hat uns ein bisschen den Arsch gerettet. Die ist hier. Komm. Tut mir ein bisschen weh, weil so teuer, aber trotzdem kaufen wir das trotzdem. Gehen dann auf den drauf. Ich weiß halt nicht, wie, wann wir das nächste Mal unser MP wiederherstellen können. Hör mal auf mit dem Quatsch da. Sonst würde ich hier ein bisschen Magie benutzen. 150 MG. EM. MG. Stellt euch mal vor, man macht so eine Kiste auf einmal ist da ein MG drin. Und damit geht man dann plötzlich fürs Spiel. Und näht alles nieder. Hör mal auf mit deiner Scheiße. Ja, ich bin ein bisschen müde, um ehrlich zu sein. Bin ein bisschen fertig. Ist jetzt knapp 2 Stunden Aufnahme jetzt. Zu der 3,5 von eben. Und ich habe noch nicht geschlafen die Nacht. Dafür habe ich letzte Nacht ganz schön viel geschlafen. Muss man da ehrlich so sagen, aber trotzdem, irgendwann reicht das auch so langsam. Ich konnte nicht, ich war schon in der Animation drin. Ich konnte nicht mehr zurück zur Truhe. Lass mal auf. Nerven ganz schön die Viecher. Und hier rein. Okay, den
Ich habe gar nicht auf die Zauber geachtet, was wir da so alles bekommen haben. Elektroblitz, Orkanschub, Blitzschlag und Rätselaura. Das ist genau das, was das Hähnchen benutzt hat. Irgendwie ein bisschen komisch, dass Opoi das kann. Donnerklinge, Ballonkette und Analyse. Report Target. Okay. Elektras Magie könnte helfen. Wer hätte das gedacht? Weil sie haben wir gerade bekommen. Ich mach mal das, was weniger kostet. Im Schokanschub. Und da ist ein Weg frei. Hier ist nochmal so ein Raupi. Honio Raupi Dingenskirchen. Gibt es nicht ein Pokémon, das eher so aussieht? Frag mich, wie ich damals vor Ewigkeiten, vor 12 Jahren, wie ich das da kommentiert habe. Ob ich denselben Raupi-Joke da auch gemacht habe. Oder wie war das? Wo ist denn jetzt das Raupi hin? Ah, hier unten. Ich weiß es nicht. Ich kann auch nicht nachgucken, weil ich habe die Aufnahmen nicht mehr. Sowohl der YouTube-Kanal ist gelöscht, als auch die ganzen Aufnahmen von damals. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß, was ich mir dabei gedacht habe. Nix. Und davon eine Menge. Der Bildschirm ist ganz schön riesig. Ja, für das es hier nur Raupis gibt. Ihr macht den mal weg. Hallo? Bist du mal tot? Irgendwie, wieso hat der scheiß Turbo-Puschel keinen Schaden bekommen? Randis Zauberschwäche oder sowas. Oder was auch immer da stand. Immer gerade im Kreis gelaufen? Es wirkt fast so. Das wirkt hier ziemlich ähnlich wie vorhin. Aber da ist eine Krabbe, die mir... Man sieht halt vor lauter Wald die Bäume nicht. Oder vor lauter Bäume die Gegner nicht, besser gesagt. Ja, haut mal drauf. Wir könnten ja beim Bewusstlossein später zugucken. Haut erstmal die Gegner kaputt. Donnerklinge 4. Die Donnerklinge dürften wir eigentlich auch einsetzen können, ne? Hallo, sterbt ihr mal? Habt ihr keine Lust getroffen zu werden oder was ist da los? Ja, hier ist es leicht anders aufgebaut. Ich dachte, wir wären schon im selben Bereich oder so, im Käse. So verlorene Wälder mäßig. Ruhe. Weil ich vor lauter Bäume nicht sehen. Ich hätte ausprobieren können, ob ich da A drücken kann und ob ich da eine Truhe aufnehme. Wo bist du? Ja, heute ist richtig scheiße zum Kämpfen. Man sieht vor lauter Bäume die Gegner nicht. Es wäre zwar unlogisch, aber es wäre tatsächlich besser, wenn man... Ja, heil mal alle. Es wäre zwar unlogisch, aber es wäre besser, wenn man... wenn die Bäume Kollision hätten, die Kronen. Heißt, man könnte nicht unter die Bäume laufen. Wäre zwar unlogisch, es fuck und so, aber wenigstens... Jetzt bin ich da reingelaufen. Ich muss mich da noch umgucken, weil ich verwirrt war. Ich bin immer noch verwirrt. Nee, die Verwirrung hört jetzt auf, weil ich drück nach oben. Ich habe mir den Wald noch gar nicht richtig angeguckt, glaube ich. Zumindest.
Also, dann Klinge Level 4. Wieso war das ein Katzenballon? Der sah cool aus. Den will ich auch haben. Da kann ich mich auch gar nicht dran erinnern, dass es irgendwelche so Katzenballons gibt. Den Ballon mit der... Ja, der... Hasenballon, an den kann ich mich noch irgendwo erinnern. Aber nicht an den Katzenballon. Das tat weh. Und aus dem Nix. Ich weiß gar nicht mal, was wir hier bekämpfen. So ein Raupi für Arme. Mit Dorn. So, dann gehen wir mal hier lang. Da ist wieder dieser scheiß Kauz. Okay, wir sollten nochmal heilen. Bin nicht mehr verwirrt. Jetzt werde ich wieder verwirrt, oder? Nee, nicht ich. Oh, Popoy. Der ist schon besiegt, das Vieh. So. Gehen jetzt rechts rum. Weil ich mir sicher bin, dass es hier nicht weitergeht. Obwohl, hier sind Wege. Hier sind Wege, die nach rechts führen. Ja, Kriecher heißt der. Hier gibt es aber auch noch irgendwie eine Höhle. Ich kann mich erinnern, dass die Höhle richtig war. Also der richtige Weg. Ich versuche mal einen Dreier aufzuladen, um zu sehen, was der macht. Okay, da haben wir noch einen Gegner. Wenn er trifft, wäre das cool gewesen. Lohnt sich nicht aufzuladen, meiner Meinung nach. Keiner der Schläge lohnt sich jetzt nicht aufzuladen. Okay, hier ist dann nix. Wo führt denn der rechte Weg hin? Schnell die Eule wegmachen, bevor die wieder hier ihre scheiß Rätselaura macht. Und dann der Sraupi und dann der Turbobuschel. Vielleicht sollte ich heilen zwischendurch. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich mach mal wieder alle, obwohl Randy das nicht nötig hat, aber der Rest so ein bisschen. Urima Rash Level 20. Ist ja gut, dass ich gerade geheilt habe. Ich hätte sowieso heilen müssen, weil Popoy aufs Maul bekommen hat. Oh, hier ist ein Kanoni-Reisebüro. Ja, nun ist es halt außer Betrieb. Kanoni. Das wollen wir ja sehen. Ich kann damit nichts anfangen. Wahrscheinlich bis später. Aber woanders lang muss. Muss man wieder hier hin und dann mit der Kanone reisen. Feuerrash Level 20. Ich hätte echt nicht heilen müssen. Wieso treffe ich dich nicht? Ich hasse den Sperrschuhen so ein bisschen. Ja, weil der zu genau ist, meiner Meinung nach. Oh, noch kaputt, das Vieh. Warte, ich heile mal eine Runde. Wie viele haben wir noch? 5 MP. Na, ja, komm, machen wir alle. Weil das Popoy trotzdem komplett heilt. Ruhmzauber-Level gestiegen. Frosterreich Level 2. Der Krabbel ist benebelt. Ruhe ist nicht weg. Gut. Wir müssen aber nach oben. Bonbon ist zu viel. Warte, ich will hier nochmal raus. Und wechsel zu Urim. Wieso kann man hier das wegmachen? Keine Ahnung.
Es kommt gute Musik. Mehr oder weniger. Das Echo von guter Musik. Weiß nicht, was ich zuerst töten muss. Den Vogel oder den Sonic-Verschnitt? Ich kann mir... Also... Sonim. Hießen die nicht wirklich Kinos? Ich kann mich so daran erinnern, dass die Kinos hießen. Es wird auch kein gesagt, dass man die Dinger kaputt machen kann. Mit der Axt. Glaube ich. Ich wollte den schon angreifen, aber ich glaube, das ist ein guter. Willkommen in Trüffeldorf. Keine Panik, wir sind harmlose Pilzköpfe. Ich habe auch keine Waffen und nichts. König Pfifferling kann euch sicher helfen. Ich hasse Pizza mit Pilzen. Ach, herrlich. Der ist so stumpf, der leider muss ich lachen. Hallo da unten. Vergesst nicht einzukaufen, bevor ihr geht. Ja, ein Pilz ist Pilzsprache und bedeutet, ich liebe dich. Er kann Pilz. Soll das ein Witz sein, irgendwie, den ich nicht verstehe? Hier sind sehr viele Pilzköpfe. Nur ihr seid aber seltsame Pilze. Ich kann Pilz, ist Bildsprache und bedeutet, hast du mal einen Markt. Hast du mal einen Markt. Ja, sieht man, dass das Spiel ein Produkt der 90er ist. Vergiss dich einzukaufen, bevor er geht. Willkommen im Pilzpalast, hier wohnt unser König. Wieso gibt es hier zwei Treppen? König Pfifferling kann euch sicher helfen. Danke, dass ihr immer denselben Quatsch erzählt. Gib mir Zeug. Kann ich helfen, kaufen. Okay, du verkaufst Walnüsse und das zu einem geringeren Preis, als was der Wucherkater will. Ich glaube, ich kaufe nur einen davon. Kann ich nicht. Das ist Wolfsarmband. Ich glaube, davon kaufe ich mal drei. Was ist das denn für ein Rennanzug? Faunenjacke. Und dann eine Stahlkappe. Okay, das wär's dann alles. Wir verkaufen gleich, wenn wir erstmal alles ausgerüstet haben. Erstmal Randy. Übrigens, warum ich die unterscheiden kann in den Menüs. Opa ist grün, Urim ist rosa und Randy ist blau. Also die das Auswahlviereck-Dingens da. Deswegen kann ich sie unterscheiden. Erstmal 13. Also eine Rennjacke, 22, so ein Rennanzug besser gesagt und dann auf 8. Ist das der Angriff oder ist das allgemein, was die Verteidigung in dem Falle bringt? Es ist sehr komisch, dass es nicht einfach einen Verteidigungswert insgesamt gibt. Kopfbedeckung haben wir nichts für sie. Die Frauenjacke ist tatsächlich besser und das Wolfsarmband ist natürlich auch besser. Und jetzt Popoi. Wir haben auch kopfbedeckungsmäßig nichts für dich. Aber eine Frauenjacke und so ein Wolfsarmband. Okay, dann können wir ein paar Sachen verkaufen, weil die brauchen wir ja nicht mehr. Die Schokolade behalten wir natürlich. Die Schleife brauche ich nicht. Das Tälmchen brauche ich nicht. Und die Puschelmütze genauso wenig. Jetzt brauchen wir hier die Dornwesten nicht. Oder wie die Dinger hießen. Dornanzug. Dornweste. Wo es ganz klar ein Anzug ist. Dieses Kleidchen brauchen wir nicht. Obwohl es eine Ninja-Robe sein sollte oder sowas. Das war's. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Gold ich insgesamt habe, aber ist auch erstmal Wurst. Hallo Berti. Da hätte ich ja gar nicht zurückgehen brauchen. Oh, ihr seid es. Welche Waffe soll erneuert werden? Dass er in jedem Dorf rumlungert, ist ziemlich gut. Berti hat mir schon von euch berichtet.
Okay, hallo? Der König ist drinnen. Holt euch erst die Erlaubnis des Königs. Oh, ein Inn. Gerne, gerne. Eine Nacht kostet 50 Goldmünzen. Willst du bleiben? Ist ein bisschen teuer, aber mittlerweile sind 50 Münzen aber auch nicht mehr so viel für uns. Aber ich glaube, ein Bonbon kostet 10, deswegen ganz schön teuer, der Rotz. Ich meine, wie viel kostet ein Bonbon in der echten Welt und eine Hotelübernachtung im Gegensatz zu dem Bonbon? Die Musik hat aufgehört. Was ist denn, dass ich manchmal auf den rechten Stick komme und deswegen nach irgendwo hingehe? Ich habe einen weißen Drachen gesehen, der sah richtig niedlich aus. Hier geht's nirgendwo lang, hier geht's nirgendwo lang, hier geht's nach oben. Hier ist wieder ein Inn. Erstmal beraube ich euch. Sperrorb erhalten, hey. Vor allem den Speer, den benutzt man die ganze Zeit. Nee, die Lanze. Unsere Vorfahren konnten auf Drachen fliegen. Weiße Drachen, glaube ich. Gerade gestern wurde ein solcher Drache in der Höhle im Norden gesichtet. Der Legende nach war es ein Mana-Drache, der die Mana-Festung zerstörte. Heute leben in unserer Welt Tiere, die dem Mana-Drachen sehr ähnlich sind. Vielleicht habt ihr sie schon einmal über eure Köpfe hinwegfliegen sehen. Ja, das... Jetzt wollte ich nämlich sagen, die sehen aus wie der Mana-Drache. König Pfifferling ist ein toller Herrscher. Meistens. Hallo König Pfifferling. Hallo, du bist der Mana-Held, oder? Ich habe schon von dir gehört und auch wir haben hier Legenden. Wieso sind wir auf einmal auf einem Fleck? Auf den Rücken des Drachens. Das Schwert in der Hand. Rettet der Held. Kann das nicht weiter drücken. Das Mana-Land. Das ist der Held, von dem dieses Lied erzählt, ganz sicher. Gerade gestern sah jemand einen weißen Drachen, der mit einer Nata kämpfte. Nimm den Ausgang rechts im Erdgeschoss, um zur Höhle des Drachen zu kommen. Palast, ich weiß, wo der ist, doch findet erst den Drachen in der Höhle. Dann erzähle ich euch, wie ihr zum Palast kommt. Oh, und noch etwas. Oben habe ich euch etwas für euch. Ja, danke. Ich werde es mir gleich holen, das, was oben ist. Erstmal den Speer. Wie teuer ist er denn? Eisenspeer. Warte, wie viel? 400 nur. Nur so Beast-Harpune. Wie viel macht die? 43. Ist jetzt nicht sonderlich gut. Im Gegensatz zu deiner Axt. Auch nicht. Das Schwert dürfte auch noch besser sein. So, hier. Warte, ich wollte noch mit dem Pilz hier reden. Ihr dürft passieren. Da hätte ich speichern sollen. Wo geht's denn hier? Weißt du was? Ich höre auf. Ich wollte ja eben schon aufhören. Da mache ich das an dieser Stelle jetzt. Wo war nochmal das Inn? Das war, glaube ich, einfach hier nach oben. Ich brauche nicht schlafen, aber speichern wäre sehr nett. Büffeldorf. Leider, um Safety-Safe zu machen, muss ich zweimal speichern. Okay. Das war's dann von mir heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.